Servus Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Lang ist es her, also würde ich schon sagen, dass überhaupt mal wieder ein Video von mir kommt. Das ist schon echt Hut ab. Eigentlich wollte ich nur eine klitzekleine Pause machen. Aber aus der Pause wurde sogar ein Fast Quit. Warum erzähle ich in dem Video? Und zwar ist das Problem gewesen, es kam die Prüfung. Ich habe sogar noch den Weihnachtsgame von letztes Jahr, also daran seht ihr ja schon, dass ich auch privat nicht mehr gezockt habe. Und zwar, es kam meine Prüfung in der 10. Klasse. Ich habe viel Stress gehabt. Aber die habe ich gemeistert und das ist eigentlich nicht der Hauptgrund gewesen. Ich hätte trotzdem noch wenigstens gezockt oder sogar ein oder so Video in der Woche gebracht, was jetzt auch auf jeden Fall jetzt mein Ziel ist, dass wieder wöchentlich mindestens ein Video kommt. Warum kam es zu einem Fast Quit? Das lag daran, dass mein PC, wie ihr wahrscheinlich in X-Battle schon gesehen habt, immer abschmiert. Als hätte man den Stecker gezogen. Und dadurch konnte ich weder zocken noch aufnehmen, noch rendern, noch schneiden, noch irgendwas. Aber ich brauchte auch eine Pause. Ich hatte viel Stress mit Arbeit, das ist alles eine Umgewöhnung, ich mache meine Ausbildung. Und deswegen habe ich jetzt etwas vermisst, das YouTube zu machen. Wir waren auch im Urlaub, letztes Jahr war es im Winter, wo auch das Milo-Konzert war, nämlich in Österreich. In Bad Rhein waren wir. Sehr schön. Aber da hätte ich euch ein bisschen mitgehabt. Und da kam dann dieser Punkt, wo ich gesagt habe, stopp, du vernachlässigst dein Hobby komplett. Und dann kam es dazu, dass ich mir einen neuen PC holen wollte. Den PC habe ich mir jetzt auch geholt. Das ist aber jetzt nicht ich wollte halt einen guten haben, aber ich wollte halt auch jetzt nicht so viel ausgeben, weil Führerschein und alles so jetzt ist. Moment und Auto kaufen und so. Und ja, dann habe ich mir halt jetzt einen Aufriss-PC gekauft, habe meine alten guten Teile mit reingeworfen vom alten PC, die noch funktioniert haben. Und ich muss sagen, jetzt ist der Computer einfach mal viermal so gut wie mein alter PC. Er ist tipptopp, er läuft. Meinen alten PC empfehle ich auf gar keinen Fall. An keinen von meinen Zuschauern oder sonstiges. Ich würde ihn einfach nicht weiterempfehlen. Also werde ich ihn auch aus der Videobeschreibung rausnehmen. Ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass ich sehr viele Videos auf privat gestellt habe. Das hat damit was zu tun, dass ich einfach nur Videos, die ich etwas gut finde bis super gut finde, drinne lasse. Und mein Kanal wird jetzt auch etwas umstrukturiert. Ich werde jetzt nicht einfach irgendwelchen Shit hochladen, das Hauptsachenvideo kommt. Ich werde auch deswegen auch nur ein Video die Woche hochladen. Ich werde mir dafür Mühe geben. Ich werde wahrscheinlich sehr viel schneiden. Das wird jetzt bei dem Video nicht sein, da ich jetzt wieder wenig Zeit habe gerade. Aber ich wollte einfach mich mal wieder melden. Jedenfalls, es kommt jetzt wieder ein Video die Woche auf jeden Fall. Mit wahrscheinlich den Drive, mit dem Celem werden wahrscheinlich keine Videos mehr kommen, was sehr schade ist, aber er hat sich dafür entschieden, dass er komplett quittet von YouTube. Und ja. Jedenfalls, hoffe ich, es gefällt euch das kleine Video, dass überhaupt mal wieder ein Zeichen von mir kommt. Ich werde mir mehr Mühe geben. Es werden wahrscheinlich jetzt, ich weiß nicht, ob es euch gefällt, aber wenn ja, dann könnt ihr es ja mal reinschreiben in die Kommentare, falls ich überhaupt noch Zuschauer habe. Ich weiß es einfach nicht. Aber es würde mich auf jeden Fall freuen. Und es werden auf jeden Fall jetzt bei mir wahrscheinlich so eine Survival Games Runde oder so. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder trainieren. Ich habe nämlich, wie gesagt, auch gar nicht mehr gespielt. Aber ich versuche mich jetzt wieder einzuspielen. Mal sehen, was daraus wird. Jedenfalls werden auf jeden Fall wahrscheinlich Survival Games kommen. Oder irgendwelche anderen Spielmodus, die mir einfach gefallen. Ich werde auf jeden Fall Lucky Block auf jeden Fall was bringen. Ich werde auch bereit sein, einen Server jetzt zu holen und dann wahrscheinlich einfach Kollegen einfach mal Lucky Block irgendwas spielen, so wie gesagt, was zockt, was ihr kennt, macht. Das finde ich auf jeden Fall echt cool und das werde ich auch auf jeden Fall auch machen. Weil es einfach Spaß macht. Ich liebe Lucky Blocks. Vielleicht werde ich auch irgendwas anderes damit hochladen. Ich weiß es einfach noch nicht. Ihr werdet sehen. Vielleicht kommen auch mal irgendwelche Projekte, aber die werde ich dann wahrscheinlich selber machen mit ein paar Kollegen oder so. Ich werde jetzt nicht in irgendwelche random Dinger wieder reingehen, so wie es bei X-Battle war oder so. Weil ich habe mich da einfach durchgehend mit dem Projektleiter am Arsch, weil die nichts gebacken bekommen und so. Und das hält mich einfach auf. Genauso wie dem Dryfeed.
Und ja, da haben wir uns jetzt gesagt, wir joinen erstmal wahrscheinlich gar keine Projekte mehr, es sei denn, wir machen sie selber. Und da muss ich dann auch mal gucken, wie ich das alles hinkriege, wegen Plugins oder sonstiges. Aber ist egal, Hauptsache es gefällt euch, mal wieder ein Video von mir zu bekommen. Ich werde auf jeden Fall mal kurz einen kleinen Spot einmachen und sowas. Wieder mal kommen, hoffe ich, denke ich. Ich finde es einfach cool, sowas zu machen. Es macht Spaß, sowas zu schneiden und ja, ich hoffe, es klappt einfach so, wie ich es mir vorstelle. Jedenfalls sind halt viele Videos auf privat gestellt, mit denen ich einfach nicht zufrieden war. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Said I need to get my mind right. I'm trying to figure out my life. I told you I just got so much going on. Let's try it out when the time's right. Whoever said you don't know what you got till it's gone, shit, they wasn't wrong.